Hallo Freunde für ein weiteres Video. Ja, heute habe ich Bock über Pokémon der Film Du bist dran zu reden. Weiß auch nicht, ich habe in letzter Zeit voll Bock auf über Videos zu, also über Filme zu reden. Ja. Also jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich irgendwie aufgehört, nein. Ja, der Film finde ich echt gut. Ich finde ihn jetzt persönlich echt gut. Und so eine Anmerkung, es ist auch Spoilerwarnung. Habt ihr einfach mal das schon gesehen? Und ja, was ich eigentlich gut finde an diesem Film, sie haben jetzt bis zu der 7. Generation Pokémon drin. Ja, das finde ich persönlich gut, weil, also, man sieht ja dann Fluegro, und das finde ich echt genial, ich meine, so eine Anspielung, ich meine, es kommen mehrere drin vor, aber, dass sie sich irgendwie die Zeit nehmen, auch die 7. Generation einzubauen. Obwohl das ja eigentlich ein bisschen was auf der ersten Folge, oder ja, ein paar Sachen, auf Referenzen auf der ersten Folge basieren. Also wie das eine, wo dann zu spät kam, wie üblich. Wo ein Pikachu kriegt, dann mit der Habitax. Ja, und mit Moho. Es gibt noch ein paar andere Anspielungen drauf, aber auf mehrere Folgen. Und auf mehrere Staffeln. Also, aber ich finde es gut, weil ich persönlich finde es echt gut, dass man sowas macht. Und dass Pikachu geredet hat, das hat mich eigentlich nicht ausgestört. Das habe ich sogar eher noch cool gefunden. Also ich persönlich fand es cool. Aber ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja. Und das haben. Ja, und ich finde allgemein die ein bisschen andere Story, andere Charaktere halt ein bisschen. Da finde ich gut. Gut als Schwester Joy, das kennt man ja. Und Team Rocket. Aber es gibt eine einzige Szene, die fand ich so richtig mega lustig. Ist dort, wo das alte Kind fragt, wer ist das? Und sagt Schwester Joy, das ist Team Rocket. Und redet drüber und ich glaube gerade in diesem Argument, was sie sagt, das ist Team Rocket, schwenkt die Kamera so richtig Sitzplätze. Ich habe es ganz am Anfang gar nicht richtig kurz gecheckt. Ich glaube, war glaube eine Millisekunde, also, ein paar Sekunden und dann oft mal habe ich gemerkt, so, ey! Den hinten, Team Rocket, das ist überhaupt nichts gerafft. Ich so gedacht, so, nein, das ist jetzt ein Joke, oder? Wie kann man das irgendwie übersehen? Ich meine, gut, dass Jason James sich verkleidet haben, okay, aber bitte, Mauzi? Wenn Mauzi einer mit einer Zeitung sitzt und liest und sich verkleidet hat, also ich glaube, da würde mir das auffallen. Da würde mir echt böse auffallen. Und das Gute ist, das sind ja noch die drei Legis, die Katzen? Oder sind das jetzt Hunde, die Raikun und so? Weiß ich gar nicht, ob die jetzt unter Katzen oder unter Hunde gehen. Ja. Etwas sind diese, also Raikun, die der Wasserhund oder Wasserkatze, nein, ich glaube, ein Wasserhund und der Blitz, also diese drei Legis, da war es der zweiten Generation dabei. Ja, wenn sie sagt Ho-Oh, das ist auch noch, aber das muss man ja nicht durch sagen, das sieht man ja auf dem Titelbild.
Und ja. Ja, und ich finde allgemein einfach das so, das Ganze, egal wie sie das alles gestrickt haben. Und es gibt wirklich genau gleich, also was ein paar Folgen weiter gab, wo ja die genau diese Szene im Film, wo der eine der Typ natürlich sein Pokémon aussetzt, gut, er hat jetzt zwar ein anderes, aber nebenbei laufen, aber vielleicht kennen die meisten den schon. Und genau diese Szene, wo jemand genau Glumanda ausgesetzt hat. Genau diese Szene. Und das finde ich eine schöne Anspielung einfach, dass man so sagt, so, hey Jungs, wir machen hier ein bisschen ein kleines Muster rein. Ja, und das finde ich eigentlich recht gut. Dass man solche Sachen einfach einbaut, das mit, wie mit einem Steinwurf. Ja. Und ja, also ich finde es eigentlich noch echt gut gemacht. Also mir persönlich gefällt der Film. Also, ja. Es gibt noch, ja, das übrige Kämpfen. Und was ich auch sehr gut fand, war so mal so eine Szene. Ash hat ja irgendwie so eine recht miese Laune gehabt, das ist so, fast eigentlich so eine Depression fast, also nicht irgendwie so eine ultra schlimme, aber so hat er irgendwie so eine negative Gedanken, wo er dann irgendwie so verloren hat mal. Gegen den einen Typ, wo Glomanda ausgesetzt hat, dann irgendwie so, ja, wie hat er denn nicht Pikachu irgendwie genommen und so, und dann irgendwann sitzt er auf seinen unter einem Baum, natürlich mit der Wunschfeder, nein, nicht Wunschfeder. Ja, irgendwie so mit dem, was mit dem ganzen speziellen Namen, wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir reinschreiben. Ja, mit der Feder, wo der gekickt hat vor Ho. Sitzt nebenan, hat die Feder so neben dran und die wird ja schwarz. Und er selber verfällt in seinen Narben Albtraum rein. Also er pennt ein und hat so einen Narben Albtraum. Und das ist echt gut. Also, wenn er dann irgendwie sagt, ja, ich will die Welt bereisen und so Sachen so in der Schule. Also zuerst die übliche Szene mit dem Jahr verpennt. Und dann anschaut, dass er dann einfach Glumanda, Shiki und Bisasam hat, hat drei Autos mit rot, rot, blau, grün an der Wand und dann geht er in die Uni. Und er ist auf Dauer einer, wo dann verpennt hat von Gegensatz zu drei anderen. Und dann hat er genau diese zwei Freunde im Traum hat die ganze Zeit begleitet, mit den ganzen, also, wo ich ihn begleiten über den Film. Und ja, ich fand's lustig. Und dann hat er gesagt, ja, er will die Welt bereisen und nachschauen und er wollte Ding. Und er wollte mir einen Kumpel und die anderen so was und so und am Schluss wacht er wieder auf. Dann hat er so komplett irgendwie entsetzt und, ah, Hilfe, wo warst du und so, das Übliche. Aber schaut selber rein, ich will ja jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang über den Film reden, ich wollte ein bisschen reden. Und ja, ich persönlich fand ihn gut. Wenn ihr jetzt eine Bewertung müsste abgehen von 1 bis 10, kriegt ihr eine 10. Und ich persönlich finde ihn gut. Also, wie gesagt, solche Easter Eggs mit irgendeinem Pokémon, die reden können und so, das ist mir eigentlich noch grundsätzlich egal. Ich meine, um Siebenseller, was ist das? Siebenseller, mit dem hohen IQ. Der könnte auch reden. Und man kennt ja das als Mauzi. Das Mauzi kann ja auch reden.
Und das ist ja eigentlich nicht gerade irgendwie das Hellste. Ja, aber wie gesagt, ich will nicht zu viel reinreden. Ich habe bei den letzten zwei Filmen schon echt viel geredet und ich vorgestellt habe. Ich glaube, der eine war, glaube, 20 Minuten, der andere war 10. Nein, 15 Minuten. Also, das war's schon wieder mit diesem Video. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Wenn du kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Das würde mich mega freuen. Wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke. Das wird dir mega helfen. Schreib mir in die Kommentare, ob du den Film schon gesehen hast, ja oder nein. Oder ja, was du davon haltest. Ja. Bitte folge mir auf Twitter und Instagram. Das ist in meinem Titelbild. Über den Abonnier-Button. Das ist in meinem Zeitkanal verlinkt. Simulator-EP. Und sonst schaut sonst, was ich für Videos gemacht habe. Und ciao, Leute!